Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu Stealth Assassins. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, also da wurde ja erzählt, dass Japan seine Grenzen geöffnet hat quasi für freien Handel. Und da hat sich jetzt ein Pirat draus entwickelt, der das Dorf angreift. Und ja, genau, also ein japanisches Dorf greift er quasi an. Und wir sollen ihn vernichten jetzt sozusagen, weil er doch sehr viele Leute auf dem Gewissen hat. Genau. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt mir die Items genommen, fangen wir direkt mal an. Zerstöre die ausländischen Piraten oder die fremden Piraten, alles klar. Okay, Overcoming Guns. Wow, okay, aber jetzt hier. Boah, was für eine Riesenkarte. Okay, das kann ein bisschen dauern, Freunde. So. So, ja, genau. Und eine Sache muss ich noch sagen. Und zwar. Ah! Dieser Typ, den ich bei Tenchu 2 am Ende gesehen habe, das war nicht der rote Spatz, das war Onikage. Genau. Das wollte ich nur noch mal richtig stellen. Oh, wie sieht denn der aus? Ah, da ist noch jemand irgendwo. Das kann doch nicht sein. Da. Da ist noch jemand irgendwo, hä? Da hinten, ja. Boah. Krass. Ey, nee, vergiss es. So, ja, wir spielen halt Tenchu. An einem Samstag diesmal. Und ja. Spannende Musik im Hintergrund. Finde ich cool. Und ja, dann schauen wir mal. Ah, das ist die Mucke. Okay, ich verstehe. Jetzt dreh dich mal rum, bitte. Hallo. Ah, sehr schön. Sonst hätte ich jetzt die Shuriken-Taktik gemacht. Aber der dreht sich schon rum. Und zack. Da ist er down. Ja, die Musik ist ein bisschen laut. Aber man kann hier nichts machen irgendwie, hä? Ne. Schade. Egal, komm. So, dann schaue ich einfach. Ah! Da hinten. Boah. Was haben die für eine. Ich probiere mal Shuriken-Taktik. Ne, das bringt nichts anscheinend, hä? Drehst du dich rum? Ne. Ah, die klappt hier nicht. Das ist blöd. Okay. Okay, shit. Und zack. Genau so. Das war's dann mit dir, Freund. Also wir sollen hier keine Gnade zeigen. Ja, dann machen wir das auch. Genau, gehen wir mal hier hoch. So. Schauen wir mal weiter. Und jawoll. Und genau, schauen wir mal hier, was jetzt hier noch so los ist, hä? Ja, wie gesagt, wir haben Wochenende, eine Wochenendfolge. Oh, was ist das denn? Alter, ah! Nein, Unschuldige! Shit, Mann, die habe ich zu spät gesehen. Oh, ich Idiot! Ich Idiot, Mann. Jetzt kann ich hier wieder. Oh, shit. Ich habe die Unschuldige zu spät gesehen. Fuck. Hä? Was? 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 Fuck, ich habe die Unschuldige nicht gesehen. Ich Vollidiot. Ja, der geht jetzt natürlich eine verkrüppelte Route hier, ist klar. So, der ist. Wo? Ah, da hinten. Stopp. Oh, geh da rein. Oh, ey. Mensch, 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 Mensch. Jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Ich muss erstmal hier raus. Oh mein Gott. Halt dich da bitte fest. Sehr schön. Ah, Soundruckler. Aber die kennt man ja mittlerweile schon, ne? Das liegt, glaube ich, am Emulator. Oh, was war das denn gerade eben wieder für eine Scheiße? Da war da auf einmal so eine Unschuld. Was? Okay. Da war auf einmal so eine Unschuldige eben und die hat mich entdeckt. Da ist noch eine. Ah, geh weg. Geh weg. Nee, die macht. Die geht nicht weg, okay. Dann gehen wir da hoch, bitte. So. Wo ist der Typ hier? Hier war doch ein Typ eben. Halt dich fest! Nein, hält sich nicht fest! Oh. Da ist noch ein. Da ist der Typ. Fuck! Oh. Ey, wie scheiße das ist! Wie scheiße das ist, wenn man nicht. Wenn man nicht warten kann wieder, ne? Dann hat man so einen Mist hier. Aber egal, der Fettsack da unten, der geht jetzt sterben. So.
sieht's jetzt aus? Kann ich runter? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach runter und... So. Boah, Gott sei Dank, ey. Scheiß Unschuldige, ey. Dass sie aber auch immer auf der Gegnerseite sein müssen, das ist doch blöd. Was? Ach, da unten der. Ich verstehe. Der hat mir ein Item geklaut. Da ist eine Granate da unten. Die will ich haben. Die will ich haben. Frage ist jetzt, wie geht der? Beziehungsweise, wie rum steht der, ne? Der pennt. Dann ist das easy. Dann zack. Alter, was war das denn? Ich hab den nicht getroffen. Hier ist die Granate, komm. Zack. Jawoll, sehr schön. Die Schurigen-Taktik geht hier nicht, leider. Das ist ein Problem des ersten Teils, ne? Die blöde Unschuldige. Die muss man echt genauso behandeln wie ein Gegner hier. Das ist, ja, ich weiß nicht, was die Gegner der bezahlt haben, dass sie jetzt für sie Patrouille läuft, aber es ist irgendwie so, ne? Ja, genau. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Yo, geile Mucke wieder. Schön japanisch. So. Komme ich, glaube ich, nicht direkt hin, ne? Oder doch? Ich probiere es halt wieder. Ja, doch, okay. Nicht Pause. Hier, ich will die Map haben. So, dann... Ich muss hier halt alles absuchen, ne? Nach Gegnern. Und ja, genau. Eine Riesen-Map, also... Boah. Hier Großmeister zu schaffen, das wäre schon episch. Auf jeden Fall. So, und... Geh runter. Und kill ihn. Da ist die Unschuldige wieder. Shit, Mann. Ich muss hier weg. So. Alles klar, dann gehen wir... Nee. Gehen wir da hoch, bitte. So. Zack. So, warum kann die nach oben gucken? Das verstehe ich nicht. Wer sieht mich denn noch? Mann, ist das scheiße. Oh Gott. Naja. Die können nach oben gucken. Daran muss man sich echt gewöhnen als ehemaliger... Tenchu 2 Spieler. Den kill ich mit dem Dings. Schuriken. Zack. So. Sehr schön. Das hat wenigstens mal geklappt. Oh, cool. Sieht so ein bisschen wie Kolonialzeit aus. Da ist der nächste. Fettsack, Alter. Alter, Fettsack, was hast du wohl für ein BMI, ey? Junge. So, geh runter und... Und kill ihn! Das war schon wieder so scheiße knapp. Shit, Mann. Das war heftig knapp. So, egal. Wir haben ihn gekriegt. Und, ja. Hier sind so viele Lücken drin. Ich verstehe. Ja, das ist halt, ne? Ein Dorf, wo halt hier alle abgemetzelt werden. Jetzt nicht schon wieder so einer, ey. Wo ist denn der? Da. Shit. Na, komm schon, Goofy. So, genau. Mensch, das gibt's ja wohl nicht. Das ging wieder nicht. Egal, ich habe trotzdem Spaß an dem Spiel. Was haben wir hier? Da ist einer. Sogar ein einigermaßen schlanker. Und natürlich dreht er sich rum. Ist klar, ey. Es ist klar, dass er sich wieder rumgedreht hat. Mann, ey, das gibt's ja wohl nicht. Immer drehen die sich rum, wenn ich fast da bin. Ey, das kann's doch nicht sein. Das ist eine Spielmechanik, die muss ich noch... Da muss ich mich noch dran gewöhnen, ganz ehrlich. Aber egal, ich glaube...
Wenn ich jetzt alle kille, dann ist Großmeister noch drin. Ha? Ich muss es halt versuchen. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Hä? Was ist... Ah ne, ich dachte, das wäre ein Item gewesen. Oh Mann. Ah, krass. Okay. Ah, hier ist Wasser. Ah. Ah, hier kann man auch schwimmen. Kann man hier auch schwimmen? Nee, kann man nicht. Schade. Dann hangel dich mal wieder da hoch, ja? Ja, immerhin gibt es jetzt keinen Planschen, wenn man rausfliegt. Das ist doch gut. Ja, da ist der Nächste. Der sieht schon mehr nach Soldat aus, hä? Zack. Hau ab. So. Ah, der Kopf ist auch wieder ab. Ah, was? 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 Wo? Ach du Scheiße, da hinten. Boah, zum Glück ist er nicht hingerannt. Boah. Nein. Alter. Das war knapp, du. Ich hoffe, der sieht mich jetzt hier nicht. Aber ich glaube... Ja. Geh weg, geh zurück. Ach, Mensch. Hier Wasser geplanscht. Nein. So, okay. So. Da bist du, mein Freund. Wenn du dich rumdrehst, bist du fällig. So. Ah, ein geiles Spiel, wirklich. Also, ja. Auch wenn ich es nicht so gut kann, aber es macht mir trotzdem Spaß. Sagen wir es mal so. So, haben wir den nächsten hier. Ah, wir sind schon fast am Ende hier. Guck mal. Ah, wir müssen vielleicht auf das Schiff, wa? Ja, genau. Wir müssen vielleicht auf das Schiff, aber... Ah, hier waren wir schon. Ich glaube, wir haben jetzt alles sogar. Oder? Was ist hier noch? Ist hier vielleicht noch eine... Da, diese Musik erinnert mich ein bisschen an den Level-Editor aus Tenchu 2. Ah, stimmt, mir fällt gerade was ein, jetzt wo ich über den Level-Editor quatsche. Den habe ich vergessen, euch zu zeigen im zweiten Teil, hä? Das tut mir auch... Das tut mir echt aufrichtig leid. Das werde ich nachholen irgendwann. Ich werde einen Bonus-Part machen dazu. Zum Level-Editor in Tenchu 2. Aber das habe ich echt total verdrängt. Es tut mir leid, falls ihr darauf gewartet habt. Ich werde es nachholen auf jeden Fall. So, hier mal zurück. Da ist ja so ein Fettsack. Ach du Scheiße, was der da vor sich her schiebt. Es ist... Ich könnte so nicht laufen! Oh, shit. Nein, geh weg! Geh doch weg! Ey, gehst du weg? Wer hat mich ge... Oh! Oh, was hast du denn? Oh, du hast ein Gewehr in der Hand. Alter, du Penner, ey. Dann verballere ich jetzt an dir meinen letzten Schurik. Ist mir scheißegal, aber... Ich habe keinen Bock auf oft entdeckt werden. Nee. Obwohl ich eigentlich schon... Alter! Ich stand auf einmal mit einer Knarre rum. Was soll das denn? So, lauf raus und kill ihn. Komm schon. Komm schon, kill. Nein! Oh, der hat sich wieder rumgedreht, bevor ich hier bereit war. Das ist doch eine Scheiße, wirklich. Egal, der ist nicht so schnell, glaube ich. Der ist ein Fettsack. Der ist ein Fettsack, der kann nicht so schnell sein. Ah! Scheiße, er hat mich doch noch erwischt. Ah, dann kill ich ihn halt auch so. Nee, nein, muss, nein, soll ich nicht. Nee, darf ich nicht. Ah. Aber langsam verstehe ich die Gegner. Die rennen immer dahin, wo man als, wo der uns als letztes gesehen hat. Also jetzt rennt er rechts in die Ecke da. Jetzt sollte er da vorne gleich rauskommen. Ja. Oh mein Gott! Alter! So, das war geil. Oh, das war ein geiler Move. Ah ja, ist egal. Na, ich wurde schon wieder 10-mal entdeckt oder so. Aber ich habe 1 Million Leute gekillt. Also das sollte doch jetzt reichen. Denke ich mal für Großmeister, oder? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo denn? Wo denn? Mensch. Wo ist denn das? Irgendwo hier in... Ah. Unschuldige. Ich verstehe. Unschuldige wieder. Alter. Was macht der denn da? Was macht der da? Aber ich glaube, das ist...
das Ende war vom Level. Und irgendwer hat dich jetzt schon wieder entdeckt hier. Ah, Mann, es ist nicht einfach auf jeden Fall. Nicht einfach. Aber ja, ich denke, mittelmäßig habe ich das jetzt hier geschafft. Ne? Aber wenn da jetzt das Ende ist, Moment mal. Wenn das Ende ist, ist noch jemand. Hä? Wenn das Ende ist, dann gehe ich erstmal aufs Schiff. Ich habe das mal zwischengespeichert, weil... Ne? Da! Da ist noch einer. Seht ihr das? Ah, ein Heiltrank! Ein Heiltrank, ein Heiltrank. Gib mir den. Komm schon. So, hol dir den Heiltrank. Dankeschön. So, und... Nein, es ist natürlich Wasser. Fuck. Ich kann mich nicht verstecken. Warum kann ich mich nicht verstecken im Wasser? Oh, Mann. Ja, da war ich zu gierig nach dem Item. Oh. Ah. Okay. Geil. Er ist ertrunken. Die Typen ertrinken. Okay. Okay, das ist zwar ein sehr geiles Detail. So, was ist jetzt da oben auf dem Schiff? Kannst du dich da festhalten? Guck mal da oben. An diesen Dingern da. Ne, kann er nicht. Aber da hält er sich... Ne, shit. Aber er kann sich doch da hinten... Ja, genau. So. Zack. Und... Da ist der Nächste. Guckt uns wieder direkt in die Fresse. Oh Mann, oh Mann. Ah, die Musik erinnert mich ein bisschen an Dune. Dune 2000. Ich weiß nicht, ob das Spiel jemand kennt, aber es ist ein sehr geiles Spiel. Werde ich auch definitiv irgendwann Let's Playen. Nein, hier ist der Endgegner. Okay. Shit. Egal. Egal, das war nur ein Gegner. Expect no mercy. Your life is over. Ja. Ja. Keine Gnade auf jeden Fall. Zack. Boah, ist der groß. Alter Schwede, boah, ist der groß. Ey, 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 ey. Oh, lauf. Ich muss mich erstmal heilen. Trink. Und nimm den Booster. Komm. Oh, ist der groß. Wo ist der überhaupt? Da vorne. Ah, der, okay, jetzt. Oh, Junge. So, jetzt komm. Zack, zack, zack. Oh, so. Ich habe noch einen Booster. Wenn der Booster leer ist... Nehme ich eine Granate, das ist meine Taktik, so jetzt. Nimm die Granate. Und warte mal, bis der kommt. Hey, feige Sau, komm. Komm. Und da hast du eine Granate. Oh. Ah, schieß, schieß. Nee, das war nix. Shit. Nee, der bleibt da oben stehen einfach. Okay, ja dann. Dann hast du jetzt hier. Nee, 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 nee. Vergiss es. So, trotzdem geschafft jetzt. Ohne Granate. It must be sad to die so far from home. Tja, das hast du nicht anders verdient, mein Freund. Yes, doch, Großmeister! Ja, Mann, geschafft! Ja! Ja, Mann, doch, Großmeister, geschafft! Oh, ich bin happy. Es hat doch gereicht. Oh, Gott sei Dank. Neunmal entdeckt. Ja gut, das geht aber noch. Insgesamt 19 Leute gekillt, okay. Oh, ich hab's wieder geschafft, Mann. Geil, 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 geil. Großmeister, Junge. Ich glaube, das ist hier ein bisschen einfacher. Ah. Schauen wir mal. Lord Goda's only daughter, Princess Kiku, is quickly losing her sight to a mysterious disease. All conventional efforts to treat her have failed. However, there is a magical herb that grows only at the top of Mount Shiba. This herb has the power to halt the disease and restore the princess's vision. You must fight your way past the demons guarding the mountain. Find the herb and deliver it to Princess Kiku. Ah, Prinzessin Kiku, ja, die kennen wir doch noch aus dem zweiten Teil, hä? Huh? Genau, die haben wir doch mit Ayame gerettet. Da erinnere ich mich, ja. Also Lord Godas Tochter Prinzessin Kiku ist erblindet langsam und es gibt nur einen einzigen Kräuter, der das heilen kann. Und den sollen wir jetzt finden. Auf einem Berg. Aber dieser Berg wird von Dämonen heimgesucht. Und genau, da sollen wir uns jetzt durchkämpfen und das
die Kräuter zu Fürst Goda bringen, beziehungsweise zu Prinzessin Kiku. Genau, das würde ich aber sagen, sehen wir jetzt nicht das nächste Mal. Oh, ich schau mal erstmal hier, was ist das denn hier? Oh! Das ist ein Wiederbeleber. Das heißt, wenn man stirbt, wird man hier gut quasi wiederbelebt. Oh, cool. Das ist interessant auf jeden Fall. Nee, dann würde ich sagen, machen wir jetzt in der nächsten Folge weiter. Die Items sammeln sich hier, wie man sieht, ne? Hier die 13 Rauchbomben, 20 Kaltschwabs, der Panzer, hier die Sachen. Es sammelt sich was an auf jeden Fall, ja. Genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Derjenige, der es gefallen hat, der lasse doch ein Like oder Abo da. Und genau. Ah, eine Sache noch zum Ende. Es gibt einen netten Zuschauer von mir, der schreibt immer sehr, sehr freundliche Kommentare. Der Jonas, oder Jones heißt der. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Und ja, vielen Dank. Und genau. Dann würde ich sagen, ja, schneide ich das jetzt zusammen und wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Ciao, ciao.